Hallihallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ja, ich hole mir mal wieder meinen täglichen Einlog-Belohnungen ab, was ich natürlich dann auch wieder mit euch gemeinsam mache. Irgendwie hängt sich gerade bei mir ein bisschen was weg. Ah, nun haben wir es. Ich hatte wohl im Hintergrund gerade ein bisschen zu viel offen. Aber nun ruckelt der Sound schon mal nicht mehr. Ja, Freunde habe ich jetzt mal drauf geklickt. Das ist unter Shenlong. Da habe ich zwei Anfragen bekommen. Und werde die Anfragen auch mal annehmen. Bisher haben wir nur mit dem jetzt 4 Freunde. Und können Maximum 25 haben. Freunde braucht man halt, um später, wenn man halt eine Mission spielt, kann man halt sich einen 7. Charakter mit dazu nehmen. Das ist quasi so ein kleiner Bonus, um eine Map zu spielen. In dem Sinne könnte man, ja, je nachdem, wenn einem ein Charakter fehlt für eine bestimmte Quest oder für ein Event, kann man das aus der Freundesliste dann mitnehmen. Was man noch dazu sagen kann, die Charaktere von den Freunden kann man leider nicht leveln. Das heißt, wenn da jemand bei ist, der noch nicht Maximum Level hat, das bleibt dann so, da werden die XP von euch dann nicht mit drauf gerechnet. Ansonsten gibt es ja Freundespunkte für die Summons hier. Und wenn man jetzt ein mit ins Level reinnimmt, der jetzt nicht mit einem befreundet ist, gibt es, glaube ich, noch 50 Punkte. Und wenn man einen Freund mit ins Team nimmt, gibt es, glaube ich, 100 Punkte. Auf jeden Fall, Freunde mit in ein Level nehmen, gibt viel mehr Punkte, als wenn man halt einen alleine, also einen Nicht-Freund mit reinnimmt. So, mein Gott. Deutsch ist manchmal echt schwer. Ja. Wir holen uns nochmal eine Zen-Bohne. Dann müssen wir auch noch tägliche Quests machen. Da muss ich noch Mr. Satan verkaufen. Das machen wir dann direkt. Einen Charakter trainieren müssen wir. Ich muss erstmal wieder sortieren. Ich glaube, das ist falsch. Nach Favoriten? Nee. Ich möchte immer gern nach Typen. Damit kann ich irgendwie am besten. Nach Farbe halt. Das mag ich irgendwie lieber. Ja, wir haben Rot. Eigentlich ganz viel, so wie es aussieht. Ja, Training. Ich glaube, ich will den grünen Goku mal trainieren. Grün haben wir noch nicht so viel. Dann nehmen wir den 20er mal mit rein. War noch irgendwas? Ja, hier, das ist ganz gut. Es gibt ordentlich Erfahrungspunkte und den nehme ich auch. Und dann sind wir sogar schon fast Level 40. Was machen wir hier denn dann noch rein? Reicht dieses kleine? Nee, noch nicht. Vielleicht der. Ja, 39. So, und bevor ich das wieder vergesse, das zeige ich euch jetzt auch mal. Ich mag das nämlich auch immer lieber. Wenn man die Charaktere, die einem wichtig sind, blockiert quasi. Macht man hier auf Favoriten. Und das Gute ist dann, wenn ich jetzt hier den nehme, man kann die Charaktere dann nicht mehr verkaufen oder in andere Charaktere reinstecken. Ich hatte nämlich schon mal das Pech, dass ich einen Charakter verkauft habe, der relativ gut war. Beziehungsweise halt einen Charakter doppelt hatte. Und hab dann der Super Attack
8 oder 9 hatte, dann in den quasi reingeopfert, der 0 hatte, obwohl ich eigentlich die Super Attack maximieren wollte von dem und hab den mit den bereits hohen Super Attack dann leider ja quasi verschenkt. Das war unschön und seit da an die Charaktere, wo ich weiß, die brauche ich und die will ich behalten, die blockiere ich, damit ich sie nicht aus Versehen verkaufe oder sonstiges. Ja, die anderen, die sind eigentlich erstmal egal. Eigentlich hatte ich ja gesagt, ich wollte auch mal ein Summon-Pack machen. Den können wir nochmal. Ich kann mich noch nicht wirklich entscheiden, welches Pack ich nehmen möchte. Das ist echt blöd. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal nach den Events gleich, was wir da Schönes haben. Weil wir was haben, was wir jetzt auch gebrauchen können. Und eventuell ein paar Steine auch bekommen können. So dass wir dann die 100 Steine haben. Und dann werde ich, glaube ich, jedes Pack einmal machen. Ich denke, so werde ich das dann machen. Ja, ich könnte die Medaillen machen. Den Training. Dafür muss man leider entweder Super- oder Extrem-Charaktere haben. Davon haben wir nicht genug. Das könnte gehen. Cell könnte gehen. Das ist zu schwierig. Das kann ich nicht machen. Und das ist auch definitiv zu schwer. Ich glaube, ich fange erstmal jetzt hier an. Ich wollte eigentlich den Goku farmen. Kriegt man dann keine Steine mehr, leider. Somit werde ich jetzt das Event erstmal machen. Genau. Da gibt es ja, glaube ich, auch Steine noch zu holen. Hier schon mal 3, 6. Ja, an sich ist das Event von Anfang eigentlich gut, weil man halt 2 Charaktere bekommt. Den kann man später awaken. Dann kriegt man einen Super Saiyajin Trunks. Der ist eigentlich von Anfang auch nicht schlecht. Ah, jetzt kann ich echt nicht entscheiden, was ich zuerst machen will und was nicht. Das ist echt. Ich glaube, bevor man Charaktere farmt, wären eigentlich Medaillen am besten. Ich nehme jetzt Medaillen. So. Mensch. Sonst kommen wir hier ja nicht mehr voran. Den nehmen wir. Und den. Hauptsache wieder 60% live. Und dann suchen wir uns mal ein paar STR-Medaillen zusammen. Für rote Charaktere, weil ich ja schon 2 rote SSR habe. Ja, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich nehme den linken Weg. Ja. Was habe ich denn noch nicht erklärt zum Spiel? Das ist halt wieder so die Frage. Kommt halt immer alles, dann wenn man es gerade sieht. Stimmt, ich hatte vorhin mal Super Attack angesprochen, das hoch zu leveln. Wie genau das geht, das zeige ich, glaube ich, mal nach dieser Runde. Das ist nämlich auch sehr wichtig, um später in höheren Leveln höhere Schwierigkeitsgrade zu schaffen. Der Push kann auf jeden Fall oft Leben retten. Und das werde ich euch dann nochmal zeigen. Hätte ich natürlich grün nehmen können. Aber da hätte ich aufgepasst. Aber da die hier nicht so schwer sind, die Gegner, ist das eigentlich egal. Lasse ich mich erstmal ein bisschen verhauen. Ja, mal gucken, ob da was Schönes drin ist. Ja, eine Medaille nehmen wir.
Lass ich mich jetzt nicht verhauen. Oder doch, dann nehme ich die Baba mit. Support-Item gratis. Naja, nicht ganz. Der will ja noch schön Zenny haben. Na, der ist doch gut, den nehmen wir. Der wäre jetzt auch weg, der Gegner. So eine große Ausbeute war das bisher ja noch nicht. Aber eigentlich geht es in erster Linie erstmal nur um die Drachensteine. Weil wir ein bisschen auch brauchen, um die Decks zusammenzubekommen. Ich hoffe dann auch, dass wir auch die Steine jetzt noch zusammenkriegen in diesem Video. Weil wenn das nämlich nicht funktioniert, dann werde ich wohl das im nächsten Video dann direkt recht am Anfang machen mit dem Kartenziehen. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was wir da dann rausziehen können. So, ich wollte jetzt zeigen, wie man das mit der Super Attack macht. Und zwar geht man dafür wieder auf Training. Und man sieht, man hat ja viele Charaktere. Zum Zeigen nehme ich jetzt einfach mal der kann was. Also die können alle nichts wirklich. Ach, ich glaube, ich nehme jetzt mal den Yamcha. Das war dann auch wieder rot. Man geht also ins normale Trainingsfenster und sucht einen Charakter aus, den man trainieren möchte. Wenn wir jetzt auf Yamcha hier gucken. Ach, Tenshinhan, mein Gott. Mann, entschuldigt bitte. Ich weiß die Charakternamen eigentlich alle, aber zwischendrin verwechsel ich dann doch nochmal den ein oder anderen. Ja, also, es ist Tenshinhan. Steht hier überall 100% Super Attack LV. Und dann passiert Folgendes. Hier ist die Super Attack. Die kann man bis zu 10 hochleveln. Es gibt auch noch andere Charaktere von den neueren. Da kann man auch 15 als auch auf 20 hoch machen. Das sind aber dann auch sehr spezielle Charaktere schon, wo das dann geht. 10 ist eigentlich so die Hauptbasis. 10 ist meistens bei den meisten Charakteren auf jeden Fall Maximum Super Attack Stufe. Ich könnte jetzt das einfach so lassen oder halt auch noch ein Trainings-Item reinmachen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Und dann seht ihr, ich level natürlich ab und Super Attack plus 1, also auf Level 2.
So. Und da wir ja eh noch trainieren mussten für die tägliche. Nee, die hatten wir. Ach Mensch. Irgendwie ist heute nicht so der Tag. Bei mir. Ja, das ist jetzt das, was ich erstmal so zeigen wollte. Ich werde jetzt doch die Abenteuerkarte weitermachen. Weil... ja, ich einfach hier weiterkommen will und weil halt auch dreifach XP zurzeit da ist. Und so kann man dann auch noch ein bisschen das Drang leveln, um mehr Freunde und mehr Teampunkte zu bekommen. Weil bringt ja nichts, wenn ich jetzt Summons mache und kann dann keine SSR-Charaktere mit reinnehmen. Dann hängen die da erstmal Deko irgendwo rum, das ist auch doof. Ja, nehmen wir mal ein Fragezeichen mit. Guck ich erstmal nochmal, ob wir einen Dragon Ball irgendwo haben. Haben wir nicht. Wir haben einen Yamcha als Gegner. Ja, diesmal habe ich es richtig gesagt. Ja, kann passieren. Solange ich nicht zu Vegeta, Goku sag oder andersrum, passt das schon, sonst muss ich mir wirklich Sorgen machen. Also bitte, liebe Fans, nicht erschlagen, wenn ich mal bei dem einen oder anderen die Namen vertausche. Das ist definitiv keine Absicht. Nochmal auf dem Weg KI mit. Kann man sich ja immer gebrauchen. Int ist effektiv. Auf grün. Deswegen mache ich ihn nach vorne. Und mal schauen, ob er den mit Super Attack auch kaputt bekommt. Dürfte eigentlich. Oh, doch nicht. Aber jetzt ist er weg. Was? 14.000? Der kleine Junior geht aber ab hier. Der hat wohl einen ordentlichen Damage Boost oder sowas als Passiv oder Super Attack. Hab den nie benutzt, daher war ich jetzt etwas verwundert, dass er doch was kann. So, das hätten wir. Ich glaube, ich gehe nochmal zum ersten zurück und mache da auf hart. Es gibt nämlich auch mal ein wenig mehr XP. Dass wir vielleicht noch einen Rang auf 2 vielleicht hochkommen. Das wäre ja doch schön. Ich nämlich auch nicht gerade weiß, wie lange das Event noch geht mit dem dreifachen XP, aber ich glaube, das hält noch ein Weilchen an, weil das ja zum Luna-Event zurzeit gehört und das ist ja schon wieder ein bisschen was Spezielles. Also diese Mehrfach-XP, die tauchen auch öfter mal immer mal wieder auf. Das ist halt so zeitbegrenzt, dann kleiner Bonus. Ist zum Leveln halt echt sehr gut. Also für die Rank-XP ist das echt top.
Ach so, stimmt. Rank kann ich dann auch mal erzählen. Macht nicht nur Freundschaftspunkte und Teampunkte hoch. Man bekommt dann auch mehr Stamina. Also man kann dann mehr Runden, also mehr Maps und Events dann spielen. Man hat dann halt mehr Ausdauer so gesehen. Ich glaube maximaler Rang war, glaube ich, bei 500, wenn ich mich nicht irre. Und wie viel Stamina man dann bei 500 hat, das weiß ich gerade auch nicht mehr. Hab das jedenfalls mal geguckt auf der Dragon Ball Wikia Seite, die ist aber auf Englisch. Da steht auf jeden Fall, wenn man da Rank eingibt, also R-A-N-K, dann kriegt man dann eine komplette Liste mit Rang und wie viel Stamina und halt mit allem drum und dran. Hat man dann eine gute, ausführliche Liste. Wo ich auch sagen kann, die Seite, die kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Da ist man echt sehr gut geholfen auch mit. Und man kann natürlich spoilern, weil man dann auch sehen kann, was im japanischen Server gerade neu reinkommt. Wo man dann drauf hoffen kann. Was heißt hoffen? Es ist dann auch so, man bekommt dann ein paar Wochen, ein paar Monate später kommen dann auch die Charaktere zu einem, also zu unserem globalen Server. Der englische ist ja unter der Global-Kategorie und nicht auf dem japanischen. Na, das war doch schon mal ein Rang, den wir da erhöht haben. Zetat werde ich, glaube ich, noch nicht machen. Das werde ich noch nicht schaffen. Aber Hart sollte eigentlich machbar sein. Aha, sie linkt sich mit Cell. Das ist aber nicht gedacht. Weil die C18 sieht mir so nach der guten C18 aus und nicht nach der bösen Form. Da finde ich das gerade ein wenig komisch. Ja, die Android-Saga, die war schon was Besonderes. Die hatte schon ordentlich Power. Die fand ich eigentlich richtig knorke. Da ging es mal richtig mit Action und so ab. Ich meine, Freezer ist schon knorke, Ginyu Force und alles. Aber da ist das nochmal ordentlich eine Stufe höher gekommen. Die hatten schon echt was ordentlich drauf, also muss man ja lassen. Ja, also wo ich schon dabei bin, auch wenn es hier eigentlich ums Spiel mehr geht, natürlich könnt ihr auch in die Kommentare reinschreiben, was für Lieblingscharaktere ihr habt, welche Lieblingsstaffel ihr habt, welche, warum, wieso, also vom Anime die Fangespräche, die könnt ihr auch ruhig führen. Da binde ich mich auch gerne mit ein. Ich mag ja sowas. So erfährt man dann auch ein bisschen was über mich, was ich so vom Anime gern mag. Oder wie auch immer.
Leider habe ich Xenoverse 2 noch nicht. Ich wollte das Spiel eigentlich auch gerne haben. Xenoverse 1 habe ich mir auf jeden Fall nochmal gekauft. Gehabt. Ich mochte das Spiel auch sehr. Aber der zweite, den finde ich ja dann doch schon vom Trailer her und alles schon ein wenig interessanter. Alleine wegen Broly und Co. Auch wegen der Movie-Saga. Bardock hat man da auch kurz gesehen. Fand ich schon sehr ansprechend. War echt. Ja, nur finanziell ist das nicht so gut zurzeit. Da werde ich wohl noch ein bisschen warten müssen. Aber ich habe Geduld. Ich muss Spiele nicht direkt spielen, wenn sie rausgekommen sind. Auch wenn ich dann ein bisschen hinterherhänge. Jeder hat es schon durch, dann nur ich nicht. Aber mir macht das nichts. Noch ein Stein, jetzt sind wir bei 87. Mal sehen, was wir noch für Geschenke gekriegt haben. So, noch ein paar Geschenke. Ich hoffe, wir kommen dann den 90 schon mal was näher. Aber es sieht gut aus. 89, 90. Noch 10 Steine. Dann werden wir definitiv zweimal die Packs machen. Also wohl dann doch in der nächsten Folge. Und dann nicht direkt am Anfang, sondern etwas später. Ein paar Minütchen haben wir noch. Da werde ich jetzt nochmal ein Level auf 2 machen. Jo, und dann bin ich echt gespannt, ob wir da echt was Gutes aus den Summon Packs bekommen. Na nee, ich möchte nicht kämpfen, auch wenn das XP gibt. Aber ich will eigentlich mehr oder weniger durchrushen sehr schnell. Wenn dann noch ein paar Items mitnehmen. Auf dem Weg, also ein paar Kapseln. Da ich ja die Abenteuerkarte schon kenne und durch habe, wird das halt auf Dauer auch ein bisschen langweilig. Das passt. Dann machen wir doch mal Vegeta nach vorne. Passt nicht. Aber Vegeta macht das zur Not schon. Die macht er leider jetzt schwach. Sehr schwach. Aber Vegeta könnte ihn vielleicht umliegen. Oh, nicht ganz. Aber fast. Grün ist effektiv. Kriege ich aber leider nicht voll den Super Attack Balken. So, grün nach vorne, also vor dem blauen. Und ja. Jetzt sollte er eigentlich weg sein.
Supsi hat hier funktioniert. So, das hätten wir auch noch mal Rang ab. Und ab dafür. Noch ein Stein. 91 haben wir gesagt. Jo. Also noch 9 Steine, dann gibt es einmal ein Zimmernpack. Aber mein 30-Minuten-Limit ist jetzt schon fast eine Minute überzogen. Daher mache ich erstmal einen Cut. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Trotz meinem Charaktervertausch. Könnte schon meinen, ich wäre ein Ginyu oder sowas. Spaß beiseite. Na, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.